Herzlich willkommen beim Tutorial zu GeoGebra. Das Thema heute ist Folgen. Da Folgen ein extrem mächtiges Werkzeug innerhalb von GeoGebra sind, wird es dazu mehrere Filme geben. Wir wollen uns heute aber erstmal mit den Grundlagen von Folgen beschäftigen. Zunächst einmal, Folgen sind ein reiner Textbefehl, das heißt, es gibt keinen Knopf hier in der Werkzeugleiste, mit dem ich Folgen erstellen kann. Ich muss also unten eintippen und wenn ich anfange, FO zu tippen, wird mir bereits der Befehl Folge vorgeschlagen. Mit einem Tipp auf Return wird der Cursor in die eckigen Klammern springen, wo dann der Rest eingegeben wird. Als weniger erfahrener Folgenbenutzer weiß man wahrscheinlich nicht, welche Dinge angegeben werden müssen und da empfiehlt sich ein Tipp auf die Taste F1 und man bekommt die Hilfe angezeigt. Wir können hier einen Überblick bekommen über die Möglichkeiten der Nutzung des Befehlfolge. Es gibt zwei Varianten, wie man hier sieht, die unterscheiden sich nur in dieser Schrittweite, die hier hinten angegeben ist. Ansonsten ist es gleich, nämlich ich muss erstmal einen Ausdruck angeben. Dieser Ausdruck bestimmt mir die Folgenglieder, die erzeugt werden. Und da eine Variable verwendet wird, die ich auch als Lauchvariable bezeichnen könnte, bekomme ich eine größere Anzahl. Wie viele wird bestimmt durch den Startwert und den Endwert der Variable. Wird keine Schrittweite direkt angegeben, das heißt, wie sich der Variablenwert vom Startwert abändert, dann ist er üblicherweise 1. Nun wollen wir mal eine Folge erstellen. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Folge von lauter Quadratzahlen erstellen. Zum Beispiel 5 Stück, also die ersten 5 Quadratzahlen. Was für einen Ausdruck brauche ich da? Im Prinzip hängt der vor allem davon ab, was für eine Laufvariable ich verwende. Und deshalb mache ich es selber meistens so, dass ich erstmal den Platz für den Ausdruck weglasse. Danach kommt ein Komma, die Laufvariable, in diesem Fall nehme ich mal i. Und dann Startwert und Endwert. Wenn ich jetzt i als Laufvariable habe und möchte gerne die Quadratzahlen haben, muss ich hier also als Ausdruck eingeben i hoch 2. Und siehe da, ich bekomme eine Liste mit den Quadratzahlen von 1 bis 5. Man beachte, dass hier eine Zahlenliste natürlich nicht angezeigt werden kann in dem Zeichenbereich. Deshalb ist es hier eine reine Liste, die im Algebra-Fenster zu sehen ist. Das Schöne ist, dass ich den Folgenbefehl nicht nur so für sich verwenden kann, indem ich eben eine Folge vorgebe, sondern ich kann auch ihn zusammen mit einem Schieberegler nutzen. Dazu erstelle ich mir mal einen Schieberegler, der Zahlen annehmen kann von 1 bis 10. Schrittweite soll 1 sein, damit ich also ganze Zahlen bekomme. Nun möchte ich diesen Schieberegler verwenden, um mit dem Wert von a die Grenzen für meine Liste festzulegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt die Definition dieser Liste zu verändern, entweder indem ich Rechtsklick darauf vornehme und dann auf Eigenschaften gehe, oder, so mein Geheimtipp, ich quäle die Liste an und drücke dann die Taste F3 und bekomme in der Eingabezeile den Befehl mit auch dem Namen vorne dran, sodass ich danach direkt Return drücken kann. Ja, was muss ich ändern? Ich möchte ja A Quadratzahlen haben, also von 1 bis A ist dann die Grenze. Da hier A gleich 1 ist, wird das jetzt, wenn ich das eingebe, nicht allzu viel sein, aber eine Veränderung des Schiebereglers A führt auch dazu, dass die Liste entsprechend länger wird. Das Interessante ist jetzt also, ich bekomme mit Folgen Listen, die beliebig lang sein können, wenn ich sie zum Beispiel mit einem Schieberegler verknüpfe. Der Vorteil bei Folgen ist also vor allem, dass ich eine vorher durchaus eben auch unbestimmte Anzahl an Elementen bekomme, die nach einem bestimmten Schema definiert sind. Und das ist in GeoGebra auf andere Art und Weise nicht möglich. Ansonsten muss ich ja jedes Element einzeln angeben. Mit Folgen geht es eben auch anders. Ja, das war das Erste zu Folgen. Da es eben noch viel mehr
Möglichkeiten der Anwendung gibt, geht es weiter in späteren Videotutorials. Viel Spaß beim Ausprobieren!